Mein Name ist Ueli Weber, verantwortlich seit 4 Jahren als Vizegemeindepräsident Infrastruktur, Energie und Wirtschaftsförderung. 26% der gesamten 252 Quadratkilometer großen Fläche der Gemeinde Bergell sind mit Wald bedeckt. Davon 70% Schutzwald. Die Aussage unserer Forstleute, dass das Energieholz in unseren Wäldern schlecht genutzt werde, ließ mich die einfache Vision in Wasserstoff aus Holz in den Raum stellen. Aus der Vision entstand das Projekt Alternative Energie aus Biomasse im Rahmen unserer umfassenden kommunalen Energiestrategie mit folgenden Zielen der ersten Projektphase. Lokale Energiegewinnung aus lokal vorhandener Biomasse wie Holz, Grünschnitt, Küchenabfälle, Mist, Gülle, Klärschlamm und anderem. Maximale Reduktion der Transportwege in der Abfallentsorgung. Gefunden haben wir eine innovative, neuartige Technologie, bestehend aus einer Kombination von Pyrolyse und Hydrolyse in einem patentierten Prozess, welche eine 2-jährige Testphase erfolgreich absolviert hat und erste Anlagen in der Umsetzung sind. Aus dem jährlichen Volumen von 1100 Tonnen an ungenutzter Biomasse in Bergell können 40.000 Kilogramm Wasserstoff erzeugt werden. Ein Personenwagen fährt damit über 4 Millionen Kilometer und spart dabei 300.000 Liter Benzin oder den Ausstoß von fast 800 Tonnen CO2. Zudem entstehen 750.000 Kilowattstunden Prozesswärme für ein geplantes Fernwärmenetz in Bergell. Die Biomasse wird optimal verwertet. Übrig bleiben 3 Volumenprozent an Asche. Mit der sauberen energetischen Verwertung von Holz leisten wir einen wichtigen Beitrag zu den Zielen des Green Deals des Kantons Graubünden und der Energiestrategie 2050 des Bundes. Mit dem aktuell in der Schweiz ungenutzten Energieholz von mehr als 1 Million Tonnen könnten 1000 solcher Anlagen betrieben werden. Dies ergäbe die Jahresproduktion von 40.000 Tonnen grünem Wasserstoff. Eine in einem Landwirtschaftsbetrieb integrierte Anlage könnte Zusatzeinnahmen für die Bauern generieren. Auch aus der Sicht der Wirtschaftsförderung einer Randregion wie der Gemeinde Bergell ist die Realisierung dieses innovativen Projektes sehr wichtig.